So, moin zusammen. Beziehungsweise jetzt haben wir schon Mittag, ich musste unbedingt Schlaf nachholen. Deshalb kommt der Shop auch ein bisschen später, aber ist ja eigentlich kein Problem. Wie ihr gesehen habt, unten ist schon wieder eine neue Zahl hinzu und es fehlen auch schon wieder nur 3 Abonnenten bis zur nächsten Zahl. Aber ihr wisst ja, die meisten wissen es jedenfalls, unten kommen halt immer alle 10 Abonnenten eine Zahl hinzu. Heißt, wenn wir 340 Abonnenten erreicht haben, kommt die 8. Zahl schon hinzu. Also ich merke schon, dieses Wochenende läuft wieder relativ gut. Ist halt echt schön zu sehen, wie die Zahlen ganz kontinuierlich steigen. Erstmal danke dafür, weil dafür seid ihr halt verantwortlich, die auch abonniert haben. Weil ihr guckt es und dadurch steigen die Videos allgemein bei der Suche und hast du nicht gesehen. Aber wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich nämlich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und euch auch genau erkläre, wie das geht mit dem PaySafe-Code eingeben. Ist halt etwas für die jüngeren Zuschauer, die dann halt wissen wollen, wie das genau funktioniert. Die etwas älteren werden natürlich wissen, wie man einen PaySafe-Code einlöst. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt herein in den Shop. Und da haben wir doch richtig ausgesucht. Schmeckt. Also hat der Bär gewonnen. So, drin neu, 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 neu. Neu sind jetzt nur die Spitzhacken. Und Bärschi. Okay, so. Gehen wir mal direkt rein. Da ist der Überschall. Mit der Stilvorschau ist zwar schön und gut, aber wenn man sich den Skin mal richtig angucken will, batsch, geht er wieder raus. Aber ich sag ganz ehrlich, der Skin gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. So sieht er ganz krank aus. So sieht er aus wie so ein Taucher. So, Rückenaccessoire. Ich weiß nicht, sieht in meinen Augen eher aus wie eine Bombe. Ich habe eine Bombe. So, wie ihr gesehen habt, ich habe schon wieder einen Abonnent mehr dabei. Wenn wir es also in dem Video schaffen, wird natürlich die Zahl auch noch bekannt gegeben. Also bleibt ruhig dran. So, was haben wir noch? Zielsicher. Als Gleiter. So Gleiter liebe ich jetzt, weil die sind halt ziemlich klein. Ich mag halt echt lieber die kleinen Gleiter. So, dann verstohlenes Schwarz. Das ist eine schöne Tarnung. Schlicht, einfach, ohne Schnickschnack, ohne groß Bewegung in der Waffe. So finde ich das eigentlich am schönsten. So, dann haben wir noch Luftkampf. Also, okay, klar, es ist nichts Besonderes, deshalb bezahlt ihr aber nur 300 V-Bucks. So, was haben wir noch? Das war das. Und dann haben wir schon wieder die Scherline. Schmeckt, die hat auch wieder Aufgaben. Aber wie gesagt, die Aufgaben sind halt nur, ich habe das ja gemerkt im einen Skin, den ich gekauft habe. Warte, nicht, dass ich ihn wieder kaufe. Damit müsst ihr nämlich dann freischalten mit irgendeiner Aufgabe. Aber das ist eine Aufgabe, die eh mit den Battle Pass Aufgaben zu tun hat. Also ihr werdet die sowieso automatisch dann mitmachen. Das ist nämlich eine extra Aufgabe. Deshalb kam zu dem einen Skin nämlich doch keine Videos. Weil ich musste eigentlich genau dasselbe machen wie dann bei der Zone Wars Spiele. So, dann haben wir hier das Rückenaccessoire. Ja, für 1200 V-Bucks. Naja, also mich. Ne, also der Skin gibt mir gar nichts. Dann haben wir jetzt neu die kleinen Happen. Ja, diese natürlich. Die haben was. Aber ganz ehrlich, kaufen würde ich sie mir trotzdem nicht. Dann haben wir Disco Party. Das ist nice. Das sieht echt geil aus. Dann haben wir Phoenix mit dem Shop. So ein Skin ist halt auch nice. Er soll halt, denke ich mal, Fox darstellen. Von Sony. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Ich sage immer, das passt ja wirklich immer perfekt. So, dann haben wir Eisbrecher. Schon wieder. Wenn ich sag schon wieder, dann war er echt erst vor kurzem wieder drin. Dann haben wir nah am Wasser gebaut. Also am Wasser gebaut.
finde aber, das macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil man macht den Emote ja eigentlich nur, wenn man einen gekillt hat. Weil ich habe ja nichts zum Heulen. Oder man will halt sagen, der Gegner soll heulen. Und dann haben wir Showstopper. Musik ist okay, nur der Tanz irgendwie nicht. Dass da Elfens auslassen können. Das ist okay. Hätte es eigentlich von Prince Fall und Bel Air machen können. Aber er passt die Musik natürlich nicht. So, und dann haben wir natürlich jetzt unser Bershi mit dem Shop für 1500. Ist nice, also um Gottes Willen. Also wenn ihr die V-Bucks übrig habt, ich würde ihn kaufen. Ach, der hat dann noch die Version. Gucken wir mal gerade rein. Ist jetzt blöd, wo ist denn da der Unterschied? Sonst. Beides weiblich. Hä? Wo ist denn da der Unterschied? Schimmer, schimmernde Jacke. Die Jacke soll unterschiedlich sein. Ah, er hat überhaupt eine Jacke an. Gott, man merkt, ich bin eben so aufgestanden. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen Shop. Wie gesagt, morgen kommt schon wieder der nächste. Und ich werde heute wahrscheinlich auch ein bisschen FIFA streamen. Also, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, würde mich halt riesig freuen. Und wie gesagt, Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. Wie du siehst, du hast die Chance auf 10 Euro. Seid euch gegönnt. In dem Sinne, haut rein.